Ich will mich nicht in eure Angelegenheiten einmischen, aber wenn ihr der Nerevarine seid, wie man sagt, warum habt ihr dann die Prophezeiungen nicht erfüllt? Die Sache mit dem sechsten Haus macht den Leuten wirklich Angst. Ihr habt euch doch nicht in Schwierigkeiten gebracht, oder? Eine geheime Quelle hat mir verraten, dass Erzkanoniker Tola Sayoni, der Hohepriester des Tempels, langsam verzweifelt und dass er hofft, dass ihr im Hohen Tempel in Vivek mit ihm sprecht. Das wäre vielleicht am besten. Ich bin der Nerevarine. Ich habe Dagoth Ur getötet. Ist ein Detail, das dafür spricht. Was kann ich für euch tun, Hortator? Aber ja, was zur Hölle da los ist, werden wir gleich nachschauen. Jetzt geht es erstmal um... das Monopol. Ich traue euch nicht. Ich mag euch doch nicht einmal. Warum sollte ich euch anhören, Telvanni? Du vertraust mir vielleicht nicht, aber meinem Geld. Das ist ein cooler Spruch. Werde ich in Zukunft öfter bringen, gewöhnt euch dran. Ja, ich sehe, was ihr meint. Das Monopol der Magiergilde ist ungerecht. Ja, meine Argumente haben dich überzeugt. Ich werde diesen Beschluss, das Monopol der Magiergilde aufzuheben, unterstützen. Vielleicht könnt ihr mit einem Appell an die Gerechtigkeit auch die anderen Ratsherren überzeugen. Vielleicht könnt ihr die anderen Ratsherren überzeugen, wenn ihr einen Appell an die Gerechtigkeit einsetzt. Das Haus Redoran heißt lange nicht alles gut, was das Haus Telvanni tut. Aber wir sind stolz auf unseren Ruf für gerechten und fairen Umgang mit den anderen Fürstenhäusern. Die anderen Ratsherren lassen sich womöglich leichter überreden, wenn ihr so vorgeht. Alles klar. Wir brauchen ja nur 3 Unterstützer. Vielleicht können wir mehr davon überzeugen. Ich weiß nicht, ob das was bringen würde. Aber gehen wir mal zu Haus Ramoran. Ramoran war, glaube ich, auch noch relativ okay. Ich hoffe, euer Schmerz wird sich mit dem, den ich euch zufügen werde. Ja. Sie mögen mich wirklich nicht. Sie müssen mich hassen. Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Taverne. Nun, ich bin sicher, dass ich euch dabei nicht helfen kann. Alles, was ich suche, ist eigentlich ein Appell an die Gerechtigkeit. Eure Worte sind... Es geht doch hier nicht nur um Worte. Ich habe doch nicht nur Worte mitgebracht. Eure Worte haben mich überzeugt. Obwohl es selten ist, dass ich dem Vorschlag eines Telvanni zustimme, bin ich doch einverstanden damit. Ja, ich stimme euch zu. Ich werde diesen Beschluss unterstützen. Okay. Sehr freundlich von dir. Theoretisch könnten wir auch einfach das Amulett des Hortatus benutzen. Ich glaube, das erhöht unsere Wortgewandtheit immens. Aber momentan haben wir ja auch noch Gold. Gold ist immer eine Möglichkeit. Eingang zum Haus Venem. Weiß nicht ganz, wieso ich jetzt hier hingegangen bin, denn der Typ ist tot. Ja. Ist ein Detail, das die Leute mein Handeln in Frage stellen lassen könnte. Gildehalle der Morakton, die interessiert mich gerade sehr. Ich weiß gar nicht mehr, wie die aussieht. War die in Aldrun nicht wunderschön? So ähnlich wie die in Balmora? Ja, seht euch das an. Seht euch diese Lichter an, ich liebe das. Auch dieses Gewächs da oben. Das ist die Gildehalle der Morakton. Die Morakton ist sowas ähnliches wie die Dunkle Bruderschaft in Oblivion und Skyrim. Mit dem Unterschied, dass sie Todesurteile ausführt, sozusagen. So könnte man das ausdrücken. Halt ganz normale, vom Gesetz abgesegnete Todesurteile. Nur halt nicht, indem jemand in eine Todeszelle kommt oder so und dann wird The Green Mile gedreht, sondern auf der Stelle. Mit der Faust. Sehr spontan dahin geflattert werden die Opfer dieser Todesurteile geflissentlich. Was wünscht ihr denn jetzt schon wieder?
Soll ich weggehen? Wollt ihr euch gleich küssen oder sowas? Ihr seid sicherlich auf der Suche nach einer Euer Taverne. Schmerz wird sich Nun, mit dem, den ich euch sicher, dass ich euch werde, nicht messen können. Hört endlich Euer auf, Schmerz zu belästigen. Wird sich mit dem, den ich euch zufügen werde, nicht messen können. Hört endlich auf, mich zu belästigen. Euer Schmerz wird sich mit dem, den ich euch zufügen werde, nicht messen können. Hört endlich auf, mich zu belästigen. Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Was denn jetzt schon? Ich hoffe, es ist wirklich wichtig. Euer Schmerz wird sich mit dem, den ich euch zufügen werde, nicht messen können. Ich gehe. Ich muss da weg. Es geht so nicht weiter. Ich muss da weg. Sie mögen mich nicht. Bin's gewohnt. Was denn jetzt schon? Ich will in die Aroba Privatquartiere. Ja, wir gehen gerade von den Arobern Privatquartieren zu den Aroba Privatquartieren. Und hier irgendwo sind die Aroba Privatquartiere. Geht die Halle hinunter und durch die Tür. Alles klar. Ich weiß gar nicht, ob Mina Aroba der Kerl ist, den wir suchen. War es nicht so ironisch, dass sie in den Wachquartieren tatsächlich waren? Nein, das hier sind die Wachquartiere. Eingang zum Haus Aroba. Was wünscht ihr denn? Ich suche Mina Aroba. Er müsste hier in der Nähe sein. Aber sicherlich nicht in irgendeinem... Wieso durchsuche ich denn die Wachquartiere überhaupt? Es wundert mich aber, dass in den Privatquartieren der Kerl nicht ist. Es wäre ja naheliegend. Weil er ist ja schon privat. Ich habe wichtige Dinge zu erledigen. Bringen wir dies also hinter uns. Nee, hier ist er nicht. Okay, Mina Aroba ist nicht in den Privatquartieren von Mina Aroba. Vielleicht ist er im Haus Aroba von Mina Aroba. Hallo. Ich hoffe, es ist. Da ist er. Er hat dort auch diesen redoranischen Meisterhelm. Der ist einzigartig. Obwohl, ich weiß nicht, ob er einzigartig ist, aber ist auf jeden Fall was Besonderes. Den kann man von hier der Säule aus immer ganz gut mit Telekinese klauen. Das ist mein Talent in Morrowind. Ich weiß, von wo aus man was klauen kann. Mina Aroba, ich gebe dir direkt schon mal vorsorglich ein bisschen Geld. Im Zuge der Ereignisse ist manchmal erforderlich, die kindische Vorstellung von Verbündeten und Feinden beiseite zu schieben und die Vorschläge nur nach ihrem Wert zu beurteilen. So wie jetzt. Ihr habt eure Position gut verteidigt mit eurem Geld und meine Besorgnis beseitigt mit eurem Geld. Deswegen werde ich, wegen eurem Geld, für die Aufhebung von Monopol der Magiergilde befürworten. Für die Aufforderung von Monopol der Magiergilde befürworten. Okay, lesen konnte ich auch schon mal besser. Sodass nicht die Nachwelt mit Unbehagen auf meine Handlungen schaut und behauptet, ich hätte die Zweckmäßigkeit den Prinzipien vorgezogen. Ich hoffe, es dauert nicht. Aber das hast du doch. Du hast doch, das ist doch das Gute. Du hast doch gerade die Zweckmäßigkeit den Prinzipien vorgezogen. Naja, wie dem auch sei, damit haben wir unsere drei Stimmen. Venom ist ja schon tot, das heißt, seine Stimme können wir gar nicht bekommen. Und im Haus Letri? Keine Ahnung. Ich glaube, das war das Haus, wo nur diese eine Frau ist und ihr Mann ist verstorben. Ich hoffe, das ist wichtig. Und die ist mir zu doof zu finden. Also werden wir jetzt einfach Rückkehr zaubern und bei Arion landen. Arion, the Zauberer. Wenn ich schon dabei bin, kann ich diesen Zauber mal loswerden. Ich habe ja einen selbstgemachten Rückkehrzauber. Hallo Arion. Ja, ihr habt mindestens drei Ratsherren überzeugt. Dafür steht euch eine Belohnung zu. Vielleicht könnt ihr diesen Handschuh gebrauchen. Ich habe ihn vor vielen Jahren selbst beschworen. Arions Beherrscher.
vor vielen Jahren selbst beschworen? Naja, Wirkung durch Benutzen ist sowieso schon mal doof. Kreaturen beherrschen 15 Stufen und Humanoide beherrschen 15 Stufen. Wie ich sehe, gefällt eigentlich ist dieser Ring richtig wir cool. Heißen euch herzlich willkommen. Danke. Ihr müsst mehr Aufgaben erfüllen. Es gibt noch einen anderen Telvanni, der in Schwierigkeiten steckt. Damit haben wir ja gute, ne? Ich mische mich normalerweise nicht in diese Angelegenheiten ein, aber für diese interessiere ich mich doch. Ich benötige jemanden, der in Shishi die redoranischen Angriffe auf Favis anders beendet. Mehrere Redoran haben Shishi infiltriert und der Telvanni Favis anders ist untergetaucht. Shishi ist ein Veloti-Turm inmitten der Foyada Banidat, nordwestlich von Margan. Geht von Margan aus in Richtung Osten am Schlägschreiterhafen vorbei und folgt anschließend der Foyada in nordwestlicher Richtung. Okay. Foyada, warte, wir wollten nach Margan, genau. Dann hole ich direkt mal am Sieve Intervention und schaue einfach, wo es uns hinbringt. Genau, ja, na klar. Almsivi Intervention bringt uns nach Altruhn, Haus Redoran, deshalb Redoration irgendwie. Aber von hier aus gibt es einen Schlägschreitertransport nach Margan. Und dort wollen wir hin. Dann südwestlich Foyada Manidat, richtig? Foyada Feliz Navidad. In Richtung Osten am Schlickschreiterhafen vorbei, der Foyada in südwestliche. Alles klar, Richtung Osten am Schlickschreiterhafen vorbei. Und dann ist die Foyada, die müsste ja leicht zu sehen sein. Foyada ist das dunmarische Wort für Feuerstraßen und damit werden halt bezeichnet diese ganzen sowas hier im Prinzip. Diese ganzen Einbuchtungen, die die Ausbrüche des Roten Vulkanes verursacht haben. Des Roten Berges, der Vulkan. Eine Foyada ist halt praktisch eine Feuerstraße. Wenn der Vulkan ausbricht, dann würde hier Lava durchfließen. Dann flösse hier Lava durch. Da sehen wir auch schön nochmal das deaktivierte Geistertor. Geistertor? Ich meine den Geisterwall. Südwestliche Richtung ist dort oben. Wir sind hier gerade sehr nah am Roten Berg. Und im Prinzip, das wird gleich sehr ironisch sein, aber würden wir jetzt zum Roten Berg gehen, würde euch auffallen, dass das Wetter hervorragend ist. Das liegt daran, dass wir die Aschestürme beim Roten Berg durch die Erledigung der Hauptquest aufgehoben haben. Allerdings auch nur die beim Roten Berg. Macht schon Sinn, denn die hier sind natürlicher Natur. Die beim Roten Berg waren Beschwörungen sozusagen. Aber es wirkt ein bisschen komisch, dass ausgerechnet der Rote Berg jetzt in dieser Gegend die Region mit dem guten Wetter ist. Vielleicht sollte ich mal die Karte öffnen. Hier sind wir gerade. So, jetzt mache ich die Karte wieder zu. Das hat's gebracht. Ein Veloti-Turm müsste hier in der Nähe sein. Das, so lautete zumindest die Theorie. Und da ich ja ein Mann der Theorien bin, werde ich dieser Theorie auch Glauben schenken. Gleichwohl mich das Gefühl beschleicht, dass dies ein Fehler sein könnte. Vielleicht sollten wir doch in diese Richtung der Foyada folgen. Aber warum würde er dann südwestlich sagen? Er hat nordwestlich gesagt, oder? Nordwestliche Richtung. Bin doof. Bis? Ja,
einfach nur von nordwestliche Richtung. Irgendwann werden wir auf diesen Veloti-Turm stoßen. Vorher natürlich erstmal auf Banditen. Nein! Das Ende eures Lebens naht. Da ist es. Die haben, glaube ich, nichts dabei. Nein. Nichts Interessantes zumindest. Oh! Eine abgenutzte... Na... Oh. Klettenläufer...